Hier sieht man einen Tageslichtraffstor. Der ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lamellen über die Behanghöhe eine verschiedene Neigung haben. Das heißt, oben stehen die Lamellen flacher und je weiter ich herunterkomme, ganz kontinuierlich, stehen die Lamellen immer steiler. Warum macht man das? Naja, unten sollen sie steil stehen, damit, wenn das Sonnenlicht einfällt, dass es möglichst steil nach oben reflektiert wird oder nach außen reflektiert wird und drinnen niemand geblendet wird. Während im oberen Bereich möchte ich natürlich, dass die Lamellen flach stehen, damit ich hinausschauen kann, damit ich eine gute Durchsicht habe. Und das Tageslicht wird über diese waagrecht stehende Lamelle innen an die Decke gelenkt und bis zu 5-6 Meter in das Rauminnere gelenkt. Und vom Tageslichtraffstor möchte ich jetzt übergehen zum Rollladen. Sie sehen schon, die Lamellenfarben sind aufeinander abgestimmt. Das heißt, man kann wirklich gut in Bauwerken die Produkte miteinander mischen. In dem Fall sind auch die Kästen ganz gleich. Und der große Vorteil vom Rollladen ist, wenn ich den jetzt herunterfahre, dann sieht man, wie der Elektromotor den Panzer nach unten drückt. Und wenn da jetzt ein Einbrecher kommt und versucht, das hinaufzuschieben, das wird er nicht schaffen. Und deshalb ist ein Rollladen ein sehr guter Einbruchschutz, weil ohne dass er Lärm macht, wird er nicht in das Fenster oder in das Haus hineinkommen. Da sieht man jetzt eine Lösung, einen sogenannten Zipscreen, also textilen Sonnenschutz. Der große Vorteil ist, der Stoff ist links und rechts in den Führungsschienen sehr gut geführt. Das heißt, auch bei starkem Wind geht er nicht aus den Führungsschienen heraus und der hält auch Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km pro Stunde aus. Ein großer Vorteil vom Zip ist auch dieser kleine Kasten, man sieht es hier, der ist nicht einmal 10 x 10 cm. Das heißt, er braucht sehr wenig Platz, was natürlich gerade in der Nachrüstung, sprich wenn ich den Sonnenschutz vergessen habe und ich montiere ihn im Nachhinein, ist das natürlich eine sehr gute Lösung. Je dunkler der Stoff ist, desto besser ist auch die Durchsicht ins Freie. Natürlich verdunkelt ein Zip-Screen nicht so gut wie ein Rollladen oder ein Raster. Es hängt halt auch von dem Stoff aus. Stoff ab, den man sich aussucht. Man könnte auch einen Stoff nehmen, der gar keine Durchsicht bietet, also blickdicht ist, aber dann habe ich natürlich wieder keine Durchsicht ins Freie. Ein kleiner Wermutstropfen beim Zip ist, ich kann am Abend, wenn drinnen das Licht brennt, hineinsehen. Ich sehe es zwar nur schemenhaft, die Einrichtung und die Menschen, die sich drinnen bewegen, aber das kann natürlich für den einen oder anderen ein Grund sein, dass ich sage, nein, ich möchte einen kompletten Sichtschutz, den auch bei Dunkelheit und greife dann eben zum Raffstor oder zum Rollladen. Wohnungsmieter dürfen sehr oft Sonnenschutz nicht am Fenster anschrauben, weil der Wohnungsbesitzer sagt, er möchte keine Schraublöcher in seinen Fenstern haben. Und dafür gibt es dann das Plinus-Rollo. Das Plinus-Rollo wird nicht am Fenster angeschraubt, sitzt aber auch außen am Fenster, damit es optimal beschatten kann. Und das wird mit 4 Winkeln in jedem Eck in das Fenster hineingeklemmt. Ich mache jetzt diesen Kniehebel zu, damit wird der Winkel nach außen gedruckt und dann spanne ich den Winkel sozusagen. Und damit ist das Plinus-Rollo fest montiert. Und ich habe wieder einen textilen Sonnenschutz, der die Hitze abhält und das Sonnenlicht erst gar nicht an die Fensterscheibe lässt. Das ist noch dazu eine relativ kostengünstige Lösung für einen Wohnungsmieter.